Hallo und herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir schauen uns an, was wir in dieser Woche an Kartendecks nutzen. Und zwar benutzen wir das Druidcraft Tarot Deck. Das stammt von Philipp und Stephanie Cargom. Ist auch über Amazon erhältlich. Könnt ihr auch auf der Seite finden, wenn es euch interessiert. Auf meiner Seite www.ella-taroskop.de. Dann haben wir das Engel-Orakel für jeden Tag von Doreen Virtue. Das sind die Orakelkarten. Die Tageskarten oder die Karten, die für die einzelnen Tage gelegt werden, ist das Tarot Familias. Und das stammt von, Moment, Illustration Lisa Parker. Und ja, ein sehr schönes Tier-Tarot. Dann haben wir das Katzentarot. Das ist zur Klärung der einzelnen Dinge. Da haben wir die Pagan-Katzen. Ja, und das ist von Magdalena Messina und ja, die künstlerischen Dinge von Lola Miragi. So, und dann habe ich dieses Mal etwas zusätzlich eine Karte vom Gilded Reverse Tarot, Lenormand, einfach mal zur Klärung von Ciro Marchetti, sehr schöne Karten, einfach mal als zusätzliches Extra in dieser Woche. Ja, dann bin ich gespannt und dann schauen wir uns an, was für dich in dieser Woche los ist. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs-Horoskop-Legung mit Ella. Wir sind in der Woche 22. bis 28. Juli 2019 und wir schauen, was in dieser Woche energetisch beim Krebs so los ist. Denk dran, allgemeine Legung kann und wird nicht immer passen. Und du ziehst dir das raus, was für dich passend ist oder was du gebrauchen kannst. Das ist wichtig. Wenn da gar nichts dabei ist, versuch es bitte auch nicht passend zu machen. Ansonsten kannst du das natürlich nach Herzenslust nutzen. So, was haben wir, was in dieser Woche dem Krebs von der Außenwelt entgegengebracht wird? Das Ass der Kelche. Ein überschäumender Kelch voller Liebe. Das ist nicht nur Gefühl, sondern auch Freundschaft, Familie, Bekannte. Ja, also da kommt sehr viel positive Energie, Wasserenergie, also dein Element auf dich zu. Das ist sehr schön. Schauen wir mal, wie du dich selber siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist, was möglicherweise nicht so gut ist. Und dann gucken wir nach dem Ausgang in dieser Woche. So, dazu kommen natürlich die Karten der einzelnen Wochentage. Dabei sei auch gesagt, dass diese Wochentage eben flexibel gestaltet werden können, also sind die Energien der Woche. Und wenn das für dich an einem anderen Tag passt, ist das auch in Ordnung, solange es hilfreich für dich ist. So, und wir wollen natürlich wissen, was bringt der Krebs denn selbst mit in diese Woche? Was zeigt der Krebs nach außen? Und wir haben Gerechtigkeit. Fairness ist dir wichtig in dieser Woche. Das ist sehr schön. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Das finde ich sehr schön, weil der Krebs ja auch diese Natur hat, also eher dann zu geben als zu nehmen. Deswegen finde ich es gut, wenn du dafür sorgst, dass du eben auch genug erhältst, ist das genau richtig. So, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So. Dann schauen wir mal und beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich selber siehst. Das ist ja interessant. Das, was du nach außen zeigst, ist ja nicht immer das, was du spürst oder wie du dich selber siehst. Wir haben den Mond. Das ist deine Energie, Sensitivität. Du bist sensibel. Es gibt positive und negative Seiten des Mondes. Er hat seine Stimmungen ebenso wie der Krebs. Das heißt, du bist in dieser Woche wahrscheinlich so ein bisschen stimmungsschwankend von deinen Stimmungen abhängig. Beachte das. Du willst ja auch gucken, dass ausgewogenes Geben und Nehmen da ist. Also beobachte dich vielleicht selbst einmal, wie deine Stimmungen sind und wie du dann in gewissen Situationen so reagierst. Dein Wunsch ist König der Stäbe. Feuerenergie. Du wünschst dir einen König der Stäbe oder diese feurige Energie, diese Leidenschaft. Oder es ist jemand, ja, mit dem du dir Kontakt wünschst oder der dir als Vorbild dient. Oder diese Energie spricht dich an, dass du sagst, so wäre ich auch gern. Vielleicht kann ich davon profitieren.
So wie es aussieht, kommt dir von außen auch sehr viel Gefühl und liebevolle Energie entgegen. Wir schauen uns das Ganze mal weiter an. Hoffnung und Ängste, 5 der Kelche, Traurigkeit. Die 5 der Kelche besagt ja, dass du über Dinge trauerst, die schon längst vorbei sind, die du auch nicht ändern kannst. Und die Aussage dieser Karte besagt ja, dass du dich um das kümmern sollst, was da ist. Und das ist wichtig. Die Hoffnung ist ja, dass du den richtigen Weg gehst und dich nicht von der Traurigkeit runterziehen lässt. Die Angst ist, dass dich diese Gefühle eben runterziehen, die Stimmung eben in den Keller geht. Das wäre natürlich schade. Was ist gut für dich in dieser Woche? Die 4 der Stäbe, Familie, alles, was so dein nahes Umfeld betrifft, das ist positiv. Also ich denke mal, dass alle so an einem Strang ziehen, dass das so ist, wie du dir das vorstellst und wünschst. Im weitesten Sinne auch, ne? Dass alle zusammenkommen. Vielleicht gibt es auch eine Familienfeier, vielleicht gibt es eine Hochzeit und alle sind beisammen. Das ist das, was der Krebs liebt. Was ist nicht gut für dich? Da haben wir die 3 der Kelche. Ja, die 3 der Kelche wird hier einmal als Geselligkeit gesehen und andererseits als diese Dreiecksgeschichte. Und ja, es heißt, dass du dich eben, wenn ich das so sehe, auf die Familie konzentrierst, auf das, was dir wichtig ist. Vielleicht ist der König der Stäbe auch ein Familienmitglied. Und die 3 der Kelche ist halt ein über den Durst trinken auch oder eben Dreiecksbeziehungen. Und Dreiecksbeziehungen wären dieser Woche gar nicht gut, weil ich denke, das würde auffliegen. Aber gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Wir haben die 4 der Münzen. Erdenergie an etwas festhalten. Das kann eine Person sein, eine Sache, ein Projekt. Kann aber auch bedeuten, ja, geizig zu sein, aufs Geld zu achten. Das kann positiv oder negativ sein. Gucken wir mal, was wir am Montag haben. Die Sonne. Die geht's gut. Also positive Energie, Löwe-Energie, die Sonne ist Vitalkraft, ist körperliche Energie, Strahlkraft auch, positives Denken, die Dinge positiv angehen, sich wohlfühlen. Also so Körper und Geist sind eine Einheit und das ist eben sehr schön mit der Sonne. Ja, also positivste Karte des Kartendecks. Am Dienstag haben wir die Liebenden. Da haben wir ja, dass unter dem König der Stäbe könnte jemand sein, dem du deine Liebe schenkst. Kann auch jemand sein, wie gesagt, aus der Familie. Das muss keine Beziehung, also Liebesbeziehung sein, sondern kann auch ja, Freund, Freundin, Mutter, Vater, Kinder, was weiß ich, ist eben eine feurige Person. Kann natürlich auch eine Beziehung bedeuten. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Am Mittwoch haben wir die 3 der Stäbe. Das ist über den Tellerrand gucken und eben sich neuen Dingen öffnen. Ja, sich vielleicht auch weiterbilden zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall besser als die 5 der Kelche. Wenn du mit irgendwas haderst, mit was ablenkst, wäre das gut. Und die 3 der Stäbe bedeutet auch, dass du eben deinen Horizont in jedem Falle erweiterst durch mehr Wissen oder indem du dir neue Dinge erarbeitest. Am Donnerstag haben wir die 3 der Münzen. Wir bauen uns etwas gemeinsam auf. Und da haben wir die Familie, da haben wir die Traurigkeit. Vielleicht geht es auch darum, dass man jemanden vermisst hat oder dass man ja, endlich mal jemanden wieder sieht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man durch diese Zusammenarbeit, durch den Zusammenhalt der Familie einfach die Traurigkeit überwindet. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Am Freitag haben wir die 8 der Münzen und die 8 der Münzen besagt, wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran, dass die Familie zusammenhält, dass die Familie, die Freundschaften, alles was drumherum ist, eben ein Team bilden. Die 3 der Kelche ist halt wieder einer, der dann vielleicht aus dem Ruder läuft, der da nicht so mitmacht oder der ja nicht so arbeitet, sondern lieber nur das Positive, das Gesellige daran sieht und möchte. Und da wirst du schon als Krebs darauf achten, dass jeder auch mitarbeitet. Am Samstag haben wir Stärke, ja. Und ich denke, dass du diese Sachen überwinden kannst oder auch diese Dreiecksgeschichte, je nachdem, dass du damit klarkommst. Am Sonntag haben wir das Rad des Schicksals. Und ich glaube, dass du in dieser Woche ein bisschen auf dein Geld achten solltest. Ja?
Es kann nämlich sein, vor lauter Enthusiasmus für Familienfeiern, dafür, dass es gut geht und dass es allen gut geht, kann es sein, dass du so ein bisschen, ja, zu viel ausgibst dafür, könnte sein. Wir gucken mal mit dem dritten Kartendeck. Die Mondenergie, die du hast. König der Kelche, Gefühle im Griff, also eben auch die Launen. Und der Turm, also alles, was du nicht brauchst, alles, was du nicht willst, schaffst du beiseite. Du veränderst Dinge und hast deine Gefühle im Griff. Das ist gut, dass du da eben für sorgst. Sieben der Kelche beim König der Stäbe und fünf der Kelche. So, vielleicht ist das eine Person, weil wir haben die fünf der Kelche daneben, wir haben die fünf der Kelche hier, die selber traurig ist und der du vielleicht mit den sieben der Kelchen aufzeigen willst, was diese Person vielleicht für Möglichkeiten hat. Vielleicht möchtest du jemanden aufmuntern, ja, denn du möchtest ja nicht, dass die Person traurig ist. Fünf der Kelche, vier der Schwerter, über die Dinge nachdenken und den Schmerz hinter sich lassen. Kann eine Familiengeschichte sein, dass du einem Verwandten hilfst, einen Schmerz zu überwinden, dass du ihn sozusagen ins Heim holst und sagst, pass auf, wir schaffen das gemeinsam, ne? Die vier der Stäbe, Stärke, ne? Und die Veränderung. Also da befindet sich etwas in Veränderung, auch im Zuhause. Vielleicht dadurch, dass du sagst, ich hole mir jetzt meinen Cousin ins Haus, dann bis es dem oder ihr wieder besser geht. Dann haben wir hier König der Schwerter, Klarheit. Und wir haben die fünf der Münzen. Also, da ist Überlegung, wie man die Verletzung, den Schmerz überwinden kann. Und hier haben wir Veränderung, den Tod, die Transformation und die Stärke. Vielleicht ist es die Veränderung, Transformation, die du möchtest. Ja, wir haben auch hier die acht der Münzen. Hier haben wir die Königin der Schwerter und die fünf der Münzen. Also jeder, der übers Ziel hinausschießt oder versucht, ja, sich aus der, ja, also den Nutzen zu ziehen, aber selber nichts beizutragen, der fliegt raus. Gut, sehr gut. Vier der Münzen. Knabe der Stäbe und das Gericht. Also, du beurteilst eine kreative Idee und überlegst dir, ob du investierst oder nicht, ob du da rein investierst, ob du das ja mittragen möchtest. Du bist da etwas zurückhaltender, was die Finanzen betrifft. Vielleicht geht es um jemanden, der sich Geld von dir leihen möchte, um seine Kreativität umzusetzen. Ja, und da musst du erstmal sehen, dass derjenige auch etwas leistet. Und dann denke ich mal, dass du dieses Familienmitglied, was vielleicht in irgendeiner Form gescheitert ist, oder den Freund, Freundin, Bekannten, dann unterstützt du auch, wenn du siehst, dass derjenige sich bemüht. Die Sonne, positive Energie, Magier und der Knabe der Schwerter. Du kannst mit deinen Worten Positives bewirken. Nun haben wir ja Merkur rückläufig, also sei vorsichtig. Aber du hast Kommunikation, du sprichst vielleicht Trost, ne, zum Beispiel aus. Das ist sehr gut. Wir haben die Liebenden als nächstes. Das ist die Königin der Kelche. Das ist auch deine Energie und Gerechtigkeit. Also du versuchst Dinge klarzustellen, fair zu beurteilen, auch wenn jemand, wie gesagt, mit seinem Kummer zu dir kommt. Drei der Stäbe, drei der Stäbe und der Mond. Also du guckst auch über deinen Tellerrand, was mit dir passiert, was du vielleicht an positiven oder negativen in der Vergangenheit so beigetragen hast und du bist auch in der Veränderung eben, ja, die Gefühle im Griff zu haben, nicht so launisch zu sein. Du versuchst das zumindest zu lernen, über den Tellerrand zu gucken und dadurch auch deinen Mitmenschen hilfreich zu sein. Das ist gut. Drei der Münzen, der Wagen und die neun der Kelche. Durch die Zusammenarbeit mit denen, die dir nahestehen, kannst du Großes erreichen und kannst du auch eben vorankommen und deinen Wunsch sich erfüllen, ne? Dass jemand da wieder glücklich ist. Die Acht der Münzen, der Knabe der Münzen
und das Ass der Stäbe. Also durch Arbeit und Einsatz, sowohl von dir als auch von denen, die Haus und Heim, was so wichtig ist, Familie und so weiter, kann wirklich was Tolles entstehen, ein Neubeginn, der Stabilität und Sicherheit bringt, aber auch Leidenschaft, ne? Chance auf finanziellen Erfolg, und das bringt auch wieder Stärke. 4 der Kelche, na gut, nicht alles, was es bringt, ist das, was du dir wünschst, und man macht sich auch immer Sorgen, man traut dem Glück vielleicht auch nicht so ganz über hinaus, und wie gesagt, vielleicht arbeitet auch nicht jeder so mit. Dann haben wir das Rad des Schicksals, Knabe der Kelche, liebevolles Entgegenkommen, und 2 der Stäbe, Möglichkeiten, die sich auftun. Also mein lieber Krebs, du hast da ziemlich viel Familie, jemanden trösten, du hast Zusammenarbeit, wir bauen uns gemeinsam etwas auf, vielleicht in der Familie. Wir haben auch, du möchtest sehen, dass dein Gegenüber mitwirkt und nicht nur die schönen Dinge einstreicht. Du bist entschlussfreudig, du schaust über den Tellerrand, du schaust auf deine Stimmung, du schaust, was ihr alle dazu beitragen könnt, dass das funktioniert, dass es positiv wird. Und wir haben hier auch sehr viel Einsatz von dir und auch, hoffe ich zumindest, von deinem Gegenüber, eben die Dinge ans Laufen zu bringen, die Leidenschaft für etwas zu beflügeln, die Stärke, Schwierigkeiten, Dinge, die nicht klappen, zu überwinden. Und hier das Rad des Schicksals durch, ja, liebevolles Entgegenkommen, liebevolles Miteinander und das gemeinsame Treffen von Entscheidungen, ja, ja, bist du auf dem Erfolgsweg, ja. Der Erfolg kommt nicht über Nacht und du bist einsatzbereit, du bist befähigt und du bist willens und in der Lage, deinen Teil dazu beizutragen. Und das ist wunderbar. Dir geht es um ausgewogenes Geben und Nehmen und nicht, dass du immer nur gibst. Du schaust schon danach und das ist wichtig. Ja? Und dein Wunsch kann sich erfüllen, dass die Zusammenarbeit eben klappt. Sicher gibt es immer wieder Hindernisse oder es klappt mal nicht so gut, aber letztendlich mit dem Rat des Schicksals, dem liebevollen Entgegenkommen von allen Seiten, ist das durchaus sehr positiv. Ja, wir haben hier eine Karte, das Labyrinth. Das heißt, man kommt zum Ziel, aber es dauert eben auch ein bisschen. Nicht jeder Weg ist so, dass er direkt geradewegs auf das Ziel führt. Also du musst ein bisschen Geduld mit dir und anderen haben. Aber du hast schon viel erreicht, das sollst du sehen. Du willst jemandem helfen, trösten, beistehen. Du schaust, dass die Energien auch ausgewogen sind, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt und die Zusammenarbeit scheint auch hier zu klappen. Kleine Hindernisse, Gedanken, aber letztendlich bist du auf dem richtigen Weg. Und wir haben als Orakelkarte für dich, belohne dich selbst. Du hast in letzter Zeit viel von dir selbst gegeben und jetzt ist der Moment für dich gekommen, etwas zu empfangen. Nimm dir die Zeit, dich auf eine sinnvolle Weise selbst zu belohnen. Dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist eine essentielle Voraussetzung, um deine Energie, Stimmung und Motivation auf einem kontinuierlich hohen Level zu halten. Ja? Also belohne dich selbst, tu dir selber was Gutes. Was hast du dir schon immer gewünscht? Vielleicht ist es was Größeres, vielleicht ist es was Kleineres, aber belohne dich selbst für das, was du schon geleistet hast. Sei achtsam dir selber gegenüber, siehe, was du geschafft hast. Ja? Und wenn du jemandem hilfst, dann ist das ja auch schon eine tolle Sache. Du darfst dich selbst belohnen, ist doch gut. Und wie gesagt, die Wege führen nicht immer geradlinig, es kann auch mal einen Umweg geben. Aber es führt zum Ziel. Mein lieber Krebs, ich hoffe, dass diese Woche für dich Sinn macht, dass du damit was anfangen kannst, dass es dir weiterhilft. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Pardon. Und dann hoffe ich, ja, wenn es hilfreich war, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen und deine Kommentare. Bis bald, alles Liebe, tschüss.